I'm now switching the language, as the upcoming sessions will take place in German. Mit dem folgenden Panel werfen wir den Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft der letzten 6 Monate und das Streben der EU nach digitaler Souveränität. Ich freue mich sehr, mit Henning Hoff nicht nur den Moderator des Panels bei mir zu haben, sondern auch den Executive Editor unseres langjährigen Medienpartners Internationale Politik Quarterly, ehemals Berlin Policy Journal. Er ist zugleich Editor at Large von Internationale Politik, das gemeinsam mit IP Quarterly von der DGRP herausgegeben wird. Bevor er sich 2011 der DGRP anschloss, arbeitete Henning viele Jahre als Korrespondent in London, unter anderem für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Time. Er ist Mitbegründer und Direktor des Weltkiosk Verlags und jetzt übergebe ich an dich, Henning. You're on. Vielen Dank, Tobias. Es ist eine tolle Freude, wieder bei dieser wunderbaren Konferenz dabei zu sein. Tobias hat es gerade gesagt, wir sind zum dritten Mal Medienpartner und sehr stolz darauf. Herzlich willkommen also zum Panel des vierten Tages, der dritten Aspen Berlin AI Week, mit dem Titel Still Processing, the German Council Presidency and Europe's Quest for Digital Sovereignty. Was man auf Deutsch vielleicht so ungefähr übersetzen könnte mit noch beim Verarbeiten, noch beim Laden, noch beim Durchrechnen, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und Europas Suche nach der digitalen Souveränität. Ich darf Ihnen als erstes unser hochkarätiges Panel für den heutigen Nachmittag ganz knapp vorstellen. Weitere Informationen über meine 5 Panelisten finden Sie unter anderem auf den Social-Media-Kanälen und auf der Konferenz-Website. Mit dabei sind Frau Professor Yvonne Hofstetter. Sie ist Professor for Digitization and Society an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herzlich willkommen. Dann zu Gast außerdem ist der Botschafter Dr. Hinrich Tölken, seit 2 Jahren Digitalbotschafter des Auswärtigen Amtes hier in Berlin und Leiter des Arbeitsstabs Digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tölken. Mit mir im Studio, und darüber freue ich mich besonders, dass ich hier nicht alleine bin, ist Mario Brandenburg, FDP-Bundestagsabgeordneter und Obmann in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Hey. Außerdem begrüße ich Annette Mühlberg. Sie ist Leiterin der Projektgruppe Digitalisierung bei der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft, uns allen bekannt als Verdi, und zugleich Co-Vorsitzende des Deutschen Internet Governance Forum. Herzlich willkommen, Frau Mühlberg. Und last but not least, Dr. Andreas Liebel. Er ist Leiter der Applied AI Initiative, einer führenden Initiative für die Anwendung künstlicher Intelligenz in Europa und Geschäftsführer von Unternehmertum. Ich hoffe, ich habe das richtig betont, Herr Liebel. Herzlich willkommen. Kurz zu den Spielregeln. Wir werden nach einer Einstiegsrunde hier mit dem Panel eine gute halbe Stunde lang hoffentlich lebhaft und kontrovers diskutieren. Und dann werden wir uns öffnen für Ihre Fragen, die Sie uns über die Chatfunktion stellen können. Und ich werde versuchen, mithilfe der Organisatoren diese Fragen und Kommentare dann an das Panel weiterzuleiten. Aber erstmal zum Thema. Europas digitale Souveränität, davor hören wir spätestens seit der großen Sorbonne-Rede, die Frankreichs damals noch frisch gewählter Präsident Emmanuel Macron im September 2017 gehalten hat, immer öfter. Als Teil eben jener Wunsch oder Zielvorstellung einer europäischen Souveränität, wonach die EU in so vielen Politikfeldern wie nur möglich souverän werden soll. Und ob sie das zum Beispiel in Sachen Verteidigung werden sollte, darüber gab es jüngst einen Zwist zwischen Macron und der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber im Digitalen, denke ich zumindest, ist das Ziel unumstritten. Oder doch nicht? Warum, erste Frage an Sie, Frau Professor Hofstetter, ist dieses Ziel für die EU denn so wichtig? Wie souverän steht Europa denn international da, gerade im Vergleich zu den USA und zu China? Ja, grüß Gott, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Tatsächlich ist es so, dass die Europäische Union ziemlich hinterherhinkt, was die Digitalisierung anbelangt. Natürlich ist inzwischen der politische Wille da, aber wir haben uns in den letzten 2 Jahrzehnten sehr auf die Amerikaner verlassen. Das nicht, weil wir nicht KI können, nicht, weil wir nicht Digitalisierung können, sondern weil wir die Friedensdividende ausgenutzt haben. Das heißt, wir haben die Amerikaner ziemlich viel investieren lassen in die Digitalisierung. Die haben das auch strategisch
immer im Plan gehabt, haben uns ein Stück weit zurückgelehnt und haben das Geld genommen, statt uns hier zu beteiligen, haben es in die Sozialsysteme gesteckt. Das ist auch eine gute Sache, aber es hat uns eben in den letzten 20 Jahren zurückgeworfen. Und wenn man heute vergleicht, was wir an digitalen Kernkompetenzen noch haben, im Vergleich zu dem, was wir in den 90er Jahren gehabt hätten, was wichtig gewesen wäre für die dann folgenden 20 Jahre, da haben wir doch viel aufgegeben und weggegeben und haben uns, wie gesagt, zurückgelehnt. Im Verhältnis zu China ist es so, China hat extrem schnell aufgeholt. Die sind sowieso sehr viel schneller, auch als die Vereinigten Staaten in der Zwischenzeit. Und wenn wir insbesondere über künstliche Intelligenz sprechen, sehen wir natürlich auch eine andere Art der Anwendung von künstlicher Intelligenz, weil wir eben wissen, China hat eine andere Agenda. China geht politisch anders vor. Technologien werden eingesetzt, um die Politik dort zu stützen, um das System zu stützen. Und das ist auch ein bisschen anders als das, was wir hier tun. Bei uns im Westen oder im historischen Westen geht es immer um Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit heißt im Letzten Profit machen. Dafür setzen wir unsere Technologien ein. Dafür setzen wir Digitalisierung ein. In Anführungsstrichen Osten, möchte ich sagen, geht es hauptsächlich um ja politische Kontrolle bis hin zu Singularität auf dem Schlachtfeld. Und so wird Digitalisierung dort doch etwas anders genutzt als bei uns. Herzlichen Dank. Die deutsche Ratspräsidentschaft, Herr Botschafter Türken, die in 21 Tagen jetzt schon zu Ende geht, wurde stark von der Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Pandemie überschattet. Aber auch viele andere Themen, Haushalt, Rettungsfonds, Rechtsstaatlichkeit, China, Brexit, hatten ungleich größere Präsenz als Digitalisierung. Und so wird es wohl auch heute auf dem Gipfel sein, der gerade in Brüssel stattfindet. Wie weit, meinen Sie, Herr Türken, ist die EU Ihrer Einschätzung nach das vergangene halbe Jahr dem Ziel einer digitalen Souveränität näher gekommen? Ja, schon ein gutes Stück. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass natürlich Politik nicht alles richten kann. Und Politik ist auch nicht die einzige gestaltende Kraft, wenn es darum geht, eine Wirtschaft oder eine Gesellschaft zu verändern und für die Zukunft fertig zu machen. Aber natürlich setzt sie in ganz entscheidendem Maße den Rahmen und gibt auch so ein bisschen das Narrativ vor. Und das ist, glaube ich, das, was in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft voll gelungen ist. Also wenn Sie sich das Programm anschauen, digitale Souveränität, Technologie haben ganz große Rollen gespielt, schon von Anfang an bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Und vieles davon ist natürlich nicht abgeschlossen, Digital Services Act zum Beispiel. Aber vieles wurde auch entscheidend vorangebracht. Das deutsch-französische Projekt Gaia X, das inzwischen praktisch zu einem europäischen Projekt geworden ist, mit 25 Partnern, ist, glaube ich, schon so weit, dass man sagen kann, hier gibt es eine gemeinsame Basis, um eine europäische Cloud zu schaffen. Es gibt viele Dinge, wo wir nicht gut genug vorangekommen sind. Wir haben noch keine Einigkeit erzielt, zum Beispiel, wie wir umgehen wollen beim Ausbau der 5G-Netzwerke für den Mobilfunk der nächsten Generation, wie wir uns da mit bestimmten Sicherheitsrisiken auseinandersetzen, da würde ich mir sehr viel mehr Einigkeit wünschen. Aber nochmal, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass die Politik erkannt hat, es geht ja nicht nur um Technik, es geht ja nicht nur um Umsätze, es geht ja nicht nur darum, vielleicht gerade mal das schickste Gadget zu produzieren, sondern hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es auch um geopolitische, geoökonomische Ordnung. Es geht darum, wer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf diesem Planeten das Sagen hat, Standards setzt und letztlich auch die Wertschöpfung in seinem Bereich für sich vermarkten kann. Und auch politisch muss es darum gehen, dass wir uns bewusst sind, dass über Technologie Einflusssphären geschafft werden. Technologie wird dazu benutzt, Machtprojektionen auszuüben. Und das zu realisieren ist das eine, aber auch zu handeln und selber zu sagen, ich habe dieses Feld auf dem Bildschirm, ich reagiere, ich agiere. Das sind, glaube ich, alles die Schritte, die wir jetzt auch gegangen sind. Vielen Dank. Herr Brandenburg, wie sehen Sie das aus der Warte eines Oppositionspolitikers? Ist das Glas halb voll oder eher halb leer? Welche Bedeutung hat das Thema außerdem auch für die Industriestandort Deutschland, also auch für die deutsche Industriepolitik, zum Beispiel Autoindustrie, wo wir offenkundig darum ringen, den Anschluss zu erhalten, wenn ein Unternehmen wie Tesla mittlerweile an der Börse mit dem sechsfachen Wert gehandelt wird als Daimler und es immer wieder Übernahmegerüchte gibt. Wie sehen Sie das? Wie weit sind wir da?
Ich würde zum einen meinen beiden Vorrednern, um es auf das Glas zu beziehen, recht geben, wir sind wahrscheinlich wirklich im Mittelfeld, dass für jeden was dabei ist. Es sind durchaus Dinge gelungen. Gaia X würde ich an der Stelle auch als positiv anmerken, auch dass das ganze Thema europäische Identität vorangetrieben ist, Self-Sovereign Identity. Das ist eben an der Stelle auch wichtig, wenn man dann solche Dinge wie Gaia X machen möchte, beziehungsweise die Industrie vorwärts bringen möchte, dann sollte man zumindest einen Identifier haben, der durch die ganze EU funktioniert. Der Kritikteil ist, dass wir leider in wirklich elementaren Punkten nicht den Durchbruch geschafft haben. Das ist zum einen DSGVO. An dem Thema, glaube ich, müssen wir noch mehr Einigkeit erzielen in der Auslegung auch der Staaten, beziehungsweise sie harmonisieren. Manche Punkte, die da drinstehen, und ich bin ein Befürworter, sind aber eben durchaus schwierig. Wenn ich eine Datenspende beispielsweise nach 3 Jahren zurückhaben möchte, ist es eigentlich keine Spende mehr und dann geht vielleicht ein ganzes Rechenmodell nicht. Also das sind große Brocken. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Die E-Privacy-Verordnung ging es nicht wirklich weiter. Aber trotzdem, ich möchte hier nicht schwarz malen. Ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass die Dringlichkeit und Wichtigkeit in dem politischen Rahmen wirklich erkannt wurde. Zu dem Industrieteil der Frage, auf Tesla bezogen, wer sich heute den Aktienkurs angeschaut hat, gab es ja einen kleinen Dämpfer, aber das soll nicht die Strategie von Europa sein. Es ist schon so, dass unsere Industrie da durchaus Aufholbedarf hat. Wir haben zu lange uns auf alte Stärken verlassen. Und was nicht falsch ist, die Industrie hat in diesem Sinne nicht unbedingt etwas falsch gemacht. Wir haben nur nicht geschaut, wie schnell die anderen laufen, um es mal so zu sagen. Wir waren eben froh, dass wir hervorragende Produkte bauen und haben so ein bisschen verpasst, dass jemand um uns herum ein neues Spielfeld baut und wir so langsam irgendwie nur noch Figuren bauen und nicht mehr das Spiel. Und ich stehe zu unserer Industrie. Ich finde auch die Industriequote an unserer Wirtschaft super. Die hat uns in der Finanzkrise durchaus gerettet. Nur müssen wir eben verstehen, dass das Spiel ein anderes ist und dass dieses, ich bleibe mal bei der Metapher, dieses Spielbrettbauen inzwischen viel schneller geht als die Zyklen, die wir eben hatten in beispielsweise im Maschinenbau. Trotzdem glaube ich, haben wir da einen Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir müssen es eben nur auf die Straße bringen. Hm. Vielen Dank. Frau Mühlberg, was ist Ihr Eindruck aus der Perspektive einer Gewerkschafterin? Seit dem Frühjahr ist ein Großteil der Beschäftigten in Europa im Homeoffice-Modus und kämpft auch damit tagtäglich mit den Schwächen, die die digitale Infrastruktur in Deutschland und Europa insgesamt weiterhin aufweist. Was denken Sie, welche vorläufigen Lehren ziehen Sie aus diesem Jahr und wie kann die EU das aufnehmen? Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr konkrete Frage. Wir haben feststellen müssen, dass wir extrem technologisch abhängig sind von bestimmten Softwareanbietern, die weder in Europa ihre Zentralen haben, noch dass es Alternativen gäbe, die freie Software zum Beispiel bieten könnte. Also insofern haben wir einerseits erfahren, dass Teile der Ökonomie trotzdem weitergehen konnten, weil Gott sei Dank die Digitalisierung doch so weit gediehen ist, dass ein Homeoffice möglich war, in anderen Bereichen jedoch nicht. Aber es hat tatsächlich sehr deutlich gemacht, in welchen Abhängigkeiten wir stecken. Und ich denke, da müsste man noch ein bisschen darüber hinausgehen, was die Zukunftsvision Europas angeht. Die Dilemmata sind ja nicht nur, dass wir zu wenig Digitalisierung haben, sondern die Frage ist ja, welche Art von Digitalisierung. Frau Hofstetter hatte ja eben das chinesische Modell erwähnt, für uns nicht erstrebenswert, Technologie zu politischer Kontrolle zu nutzen. Wir sind hier als Arbeitnehmerin natürlich auch Spiegelbild der Gesellschaft, wo man sowohl als Bürger unterwegs ist, als auch als Arbeitnehmer. Und man möchte weder vom einen noch, also weder staatlich noch von Unternehmen, für die man arbeitet, technologisch kontrolliert werden. Was also befördert Souveränität? Ich denke, das ist die zentrale Frage, der wir uns widmen müssen. Und sind wir da gut gerüstet? Und das, denke ich, ist noch mangelhaft. Wir haben digitale Infrastrukturen, aber wir haben das Dilemma von digitaler Nutzung und Datennutzung und gleichzeitig der Stärkung der Persönlichkeitsrechte und der Selbstbestimmung noch nicht gelöst. Und denke, hier brauchen wir massiv Innovation, Forschung, Ansatzpunkte der Stärkung bestehender guter Projekte. Aber vielleicht dazu später noch.
Vielen Dank. Herr Leibel, Sie haben es gerade angerissen, es gibt Krisengewinner, große Unternehmen, ich sage jetzt auch den Namen nicht, Frau Mühlberg hat auch keinen genannt, aber wir sind alle in diesen Meetings mit diesen Namen und auch mit in anderen Anwendungen mittlerweile sehr, sehr vertraut, vielleicht etwas vertrauter, als uns das lieb ist. Wie aber sieht das mit Startups aus und kleineren Unternehmen? Wie viele Digitalunternehmen hier auch in Berlin leiden derzeit unter der Krise und welche Dynamiken setzt das in Bewegung? Also ich weiß es aus Berlin, dass das sehr viele sehr stark kämpfen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ähnlich. Also wir sehen tatsächlich auch, dass eine ganze Menge an gerade in Startups, an kleineren Firmen aktuell zu kämpfen haben. Im Gegensatz ist beispielsweise, ich nehme jetzt wieder China als Beispiel, wo die Corona-Krise einen Innovationsschub ausgelöst hat, wo man gesagt hat, da kommt eine neue Situation auf uns zu, wir bekämpfen quasi die Krise auch mit neuen Technologien. Ich habe plötzlich KI-Assistenten, die die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten untersuchen. Baidu hat eine KI, die irgendwie 1500 Anrufe pro Sekunde macht, um Infektionsketten nachvollziehen zu können, die also ganz moderne Technologien einsetzen. Autonome Roboter für die Desinfektion, Bilderkennungssysteme für die Auswertung von CT-Scans der Lunge beispielsweise und so weiter. Und da ist ein ganzer Schub gekommen. Man hat quasi dieses große, unerwartete Black Swan-Event, sage ich mal, genutzt, um ganz erheblich neue Technologien zu testen. Und in Deutschland gab es dann Diskussionen über gewisse Apps, die entwickelt wurden, die dann auch nicht an Startups gegangen sind, sondern man hat da irgendwie auf etablierte Technologien gesetzt. Wir haben völlig überlastete Gesundheitsämter, die anrufen, anstatt irgendwie neue Technologien einzusetzen, obwohl die verfügbar wären. Und das war für mich so ein bisschen ein Thema. Wir hätten die Möglichkeit. Wir haben eine Pandemie, die täglich immer höhere Todeszahlen auch im Moment erfordert. Und wir setzen trotzdem nicht solche Technologien ein, um etwas auszuprobieren, um zu testen und Neues zu entwickeln. Und also selbst in so einem Umfeld tun sich die Startups schwer und auch jetzt mal ganz allgemein die Startup-Industrie gesehen, die haben natürlich wahnsinnig damit zu kämpfen, dass gerade auch dann die größeren Unternehmen Investitionen in Zukunftsthemen ein bisschen zurückfahren, konservativer mit dem Thema Testen, Zusammenarbeit mit Startups umgehen. Wir haben tatsächlich sehr viele auch erlebt, die tatsächlich sehr stark zu kämpfen hatten, weil ihnen erstmal die Aufträge weggebrochen sind und die erholen sich. Man sieht in anderen Ländern, dass tatsächlich zum Teil größere Blasen einbrechen. Wir haben immer noch eine halbwegs solide Struktur bei den Startups. Also das ist das Positive. Es sind tatsächlich nicht so viele zum Beispiel insolvent gegangen wie in anderen Ländern. Da kämpfen sich einige durch, aber wir kennen auch sehr gute Startups, die tatsächlich anhand von Corona dann pleite gegangen sind. Das würde ich gleich weiterspielen an Sie, Frau Hofstetter. Sind wir in Europa zu ängstlich oder zu technologiefeindlich, in Anführungszeichen, um sowas zuzulassen? Oder fehlt einfach noch das gesellschaftliche Austausch und Verständnis darüber, was, wenn wir sowas machen, zu welchen Bedingungen wir das machen wollen? Sie sehen ja, dass ich vor einem Aufsteller sitze, da steht 21 Strategies drauf und 21 Strategies ist tatsächlich ein Startup. Ich bin auch CEO bei diesem Startup, ist ein KI-Startup und wir haben mitten in den ersten Lockdown hinein gegründet, am 24.03. hier in Bayern. Was beobachte ich? Einerseits beobachte ich natürlich das, was Herr Liebel ganz richtig gesagt hat, dass teilweise Aufträge wegbrechen bei den Startups. Das liegt natürlich stark am Geschäftsmodell. Wenn Sie ein Geschäftsmodell haben, beispielsweise Reiseabrechnungen, ja, dann haben Sie natürlich jetzt ein Problem. Ist ganz klar, weil niemand reist und Sie werden keine Reiseabrechnungen oder wenig Reiseabrechnungen machen können. Natürlich haben wir mit der Planungsunsicherheit zu kämpfen. Wir wissen also nicht, was kommt auf uns zu. Teilweise, was jetzt uns selbst anbelangt, wir arbeiten für DAX-Unternehmen und MDAX-Unternehmen.
Wir haben uns schon ein bisschen vorgearbeitet in der Zeit vor der Gründung. Das ist eigentlich ein Joint Venture gewesen mit unserem Investor. Und da ist es eben so, dass der Bedarf nach wie vor da ist und wir haben auch Aufträge, aber schwierig ist es natürlich mit der Kommunikation, gerade in unserem Fall mit der Wissenschaftskommunikation. Was ich beobachte, ist, dass die Politik in der Zwischenzeit einen schönen politischen Willen hat, hier Startups zu fördern. Es gibt auch in der Zwischenzeit entsprechende Programme, also ganz konkret auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Da sind 500 Millionen zur Verfügung gestellt worden vom Verteidigungsministerium für die zwei Bundeswehruniversitäten, HSU Hamburg, Helmut-Schmidt-Universität und die Bundeswehr-Uni in München. Aber das Geld kommt nicht an. Das Geld kommt nicht dort an, wo Annegret Kramp-Karrenbauer es haben möchte, nämlich bei den innovativen, kleineren Ideengebern, Konzeptleuten, die eben mit den Universitäten zusammenarbeiten. Warum ist das so? Weil die Geldgeber oder die hier verteilen sollen, nämlich die Universitäten, Angst haben zu verteilen. Die bleiben auf diesen Töpfen sitzen, haben zwar Zuschläge an Projektteams gegeben, aber die Zuschläge wieder zurückgezogen. Jetzt wird das Geld dann europaweit ausgeschrieben, obwohl es nationales Geld ist, ein nationaler Corona-Fonds ist. Also das versteht man überhaupt nicht. Und da sage ich, der Wille ist da, aber es ist ganz schlecht gemacht. Also ganz typisch Deutschland, sehr schlecht gemacht. Herr Brandenburg, wollen Sie gleich darauf antworten? Ja, aber es wird an der Stelle nicht besser. Ich würde auch bei dem Willen leider noch ein Fragezeichen dahinter stecken. Denn es stimmt natürlich schon, dass es ein Rettungsprogramm dann auch für Startups gab, später wie die anderen. Nur dann muss man schon ehrlich sein, das waren dann insgesamt 2 Milliarden. Wir haben inzwischen aber auch einen Reisevermittler für 2 Milliarden gerettet und einen Sportartikelhersteller für 3 Milliarden. Und da müssen wir uns schon ehrlich machen, was wir hier in dem Land eigentlich machen wollen. In Urlaub fahren und kurze Hosen anziehen oder Startups gründen. Und allein dieses Volumina ist natürlich, das sagt schon alles. Insofern hätte ich leider auch an der Ambition noch ein Fragezeichen dran gemacht. Das wäre die eine Sache, die ich kritisiere. Die andere ist, wir haben ich war mal eine Zeit im Vertrieb und so eine Check-Hook-Mentalität haben wir gemacht, reicht jetzt auch. Beispiel Corona-App. Der Auftakt, das wir diskutiert haben, ist es zentral, ist es dezentral, sehr gut. Die Bürger haben wirklich viel gelernt, die Diskussion, die da drumherum war. Nur jetzt haben wir eine App, Haken dran, fertig. Dass es vielleicht mehrere Versionen davon geben müsste, dass Startups schon weiter sind, dass andere Bürger vielleicht freiwillig Daten teilen wollen, dass die ihren Standort geben wollen. Nix, wir haben jetzt eine, muss reichen. Also diese Checkbook-Mentalität und dann nicht weiter daran wachsen wollen, die bricht uns dann in Teilen da leider eben auch das Genick. Und insofern wird es besser, definitiv. Ich bin nicht hier, um dystopisch zu sein. Aber wenn ich mir die schieren Summen anschaue, in was die fließen, dann ist es eben nicht auf Zukunft ausgerichtet, sondern auf Erhalt des Status quo. Während andere Länder, es wurde ja richtig gesagt, diese Krise nutzen, um Dinge zu testen. Und bei weitem rede ich nicht die Version, wie wir es kennen, aus den asiatischen Ländern, das unseren Bürgern überzustülpen. Aber es gibt immer Menschen, die freiwillig mehr tun würden. Und wir haben in diesem Land nicht die Möglichkeit, für die, die freiwillig ein bisschen schneller gehen wollen, es ihnen zu ermöglichen, weil man uns alle auf so einem gemütlichen Einheitstempo hält. Und das ist bei App, bei Rettungsschirmen, das ist symptomatisch, gerade in unserer Krisenpolitik. Herr Türken, wollen Sie es nochmal auf die europäische Ebene heben? Also Krise als Chance, hat die EU da richtig reagiert? Wir sind immer noch in den, also der Haushalt steht noch nicht, also oder wird jetzt wahrscheinlich hoffentlich doch verabschiedet in Brüssel heute. Aber wie ist Ihr Eindruck da? Also ganz kurz zu dem, was Herr Brandenburg sagte. Er hat ja recht, finde ich. Natürlich würde man sich mehr wünschen, würde sich mehr Ambitionen wünschen, würde sich mehr Mut wünschen. Aber ich muss auch mal sagen, ich arbeite jetzt seit 30 Jahren in diesem Hohen Hause, Auswärtiges Amt. Und davon waren die meisten Jahre eigentlich sozusagen unter ganz anderen Vorzeichen. Da ging es um Dinge wie Stabilität und sozusagen Bewahrung von Partnerschaften, Allianzen und Schutz von multilateralen Systemen und Ähnliches. Und plötzlich wollen wir alle Disruption, Innovation und Veränderung. Das ist richtig und das brauchen wir auch. Und ich glaube, wir brauchen das heute viel dringender denn je, weil eben sozusagen der Erfolg, der ökonomische Erfolg von Volkswirtschaften sich durch die Innovationsfähigkeit auch bedingt. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass wir in Deutschland
sozusagen jetzt nie die Innovations- und Revolutionsweltmeister waren. Wir sind sehr gut darin, sozusagen Vorhersehbarkeit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit zu bieten. Aber Innovation ist uns nicht in die Wiege gelegt worden, zumindest nicht im öffentlichen Sektor. Und das muss sich natürlich sehr schnell ändern. Da wird ja auch dran gearbeitet. Aber das geht leider nicht so ganz schnell und hat viele Gründe, die wir jetzt gar nicht hier diskutieren müssen. Ich glaube, die EU macht zurzeit vieles richtig. Die Kommissionspräsidentin hat ja von Anfang an gesagt, die vorherige Kommission war eine politische Kommission, das ist jetzt eine geopolitische Kommission. Und ich finde, das sieht man auch. Das sieht man daran, dass eben sehr starke Pflöcke eingeschlagen wurden in Richtung Nachhaltigkeit, der Green Deal, aber auch ein starker Pflock eingeschlagen wurde in Richtung Digitalisierung. Ein großer Teil der Gelder, über die heute Abend gesprochen wird, soll ja auch in Digitalisierung hineingehen. Insofern tut sich da etwas. Und auch der Aufbau des digitalen Binnenmarktes kommt in großen Schritten voran. Es geht nicht sozusagen übers Knie zu brechen. Es geht nicht sofort. Wir müssen auch ein bisschen die Spielregeln, die wir uns selber gesetzt haben, beachten und sie natürlich anpassen. Aber wir sind auf einem guten Wege. Ich würde mir aber selber auch wünschen, dass es schneller ginge. Das ist mir nicht schnell genug, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Frau Mühlberg, die sahen so aus, als wollten Sie da gerne einsteigen. Wir hören Sie leider noch nicht. Jetzt aber. Ja. Perfekt. Ja, das hat mich richtig unruhig gemacht, weil also ich denke schon, dass wir hier auch gute Ingenieurinnen und Ingenieure haben, dass Innovationsfähigkeit durchaus da ist und die Frage ist ja, wie man sie abruft. Und das bei der App, da müssen wir ja mal hinschauen und sagen, da ist ja genau etwas, was wir von Gewerkschaftsseite die ganze Zeit und im Übrigen, bevor die App schon auf den Markt gekommen ist, betont haben und gewünscht haben, dass man das auch in die Arbeitsprozesse integriert. Also was hilft es, wenn man etwas bastelt, was dann nicht wirklich am Arbeitsplatz, in den Gesundheitsämtern etc. rückgekoppelt ist und eingebettet ist? Also dass man genau diese Art von Koordination schafft. Und ich denke, da haben wir eigentlich in Deutschland super Voraussetzungen mit dem Modell der Sozialpartnerschaft und mit dem Willen, gemeinsam zu gestalten und Dinge voranzubringen. Und das hätte wirklich besser laufen können, wenn man diese Seite angeguckt hätte. Es hätte auch noch besser laufen können, wenn man dann schaut, wir haben eine super datensparsame App, die dann aber mit einem Google Android eines bestimmten Jahrgangs wiederum eine Bluetooth-Standortfreischaltung braucht. Auch unerquicklich. Also insofern, es gibt viele Aspekte, die man angucken kann und wo man verbessern kann und wo man auch wieder auf Abhängigkeiten hinweisen kann und sagen kann, aha, was ist dann der nächste Schritt zur Lösung dieses Problems? Wie können wir unabhängiger werden? Wo können wir welche Standorte vielleicht auch jetzt mit Corona-Geldern fördern, zumindest wenn wir, ich mag nicht so gerne über schlechte Taten der Vergangenheit reden und lieber sagen, was können wir daraus lernen? Und jetzt besser machen. Also das heißt, wenn wir so eklatante Abhängigkeiten haben, dann müssen wir doch jetzt schauen und sagen, aha, wo können wir diese Standorte nutzen, um Hardware, Software, bessere Dienstleistungen zu erbringen? Wo können wir kritische Infrastrukturen identifizieren, die jetzt zum Beispiel auch beim Handel zutage treten, was vorher überhaupt nicht als solche eingestuft wurde, aber eine ist, weil ganze Grundversorgung plötzlich davon abhängt. Und wie können wir das besser gestalten? Also hier innovativ nach vorne gehen und zwar in Zusammenarbeit von Technikgestaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Übrigen auch daran sehr interessiert sind, sich einzubringen und da auch Mitbestimmung entsprechend zu verändern, dass sie prozessbegleitend ist und nicht irgendwie einmal ist was gekommen und dann gilt das für die Ewigkeit. Das ist ja bei KI absolut lächerlich. Das ist ja etwas, was vorwärts geht und sich fortentwickelt. Also hier offensiv, positiv ranzugehen, ich denke, da haben wir eine gute Chance. Vielen Dank. Ich glaube, Herr Liebel, Sie wollten auch einsteigen. Ich gebe Ihnen noch eine erste Publikumsfrage mit auf dem Weg und zwar fragt jemand aus unserem Publikum, Emmanuel Macron, habe doch eben kürzlich erst genau gesagt, was Europa machen müsste und der Erfolg Frankreichs in den letzten Jahren gäbe ihm recht. Und warum werden denn diese Best Practices aus Frankreich nicht auch in Deutschland angewandt? Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, wir reden ja über digitale Souveränität heute. Und ich glaube, unser Anspruch muss sein, und das steht ja auch im EU-Weißbuch zum Thema KI-Strategie, dass wir ein führender Kontinent werden wollen in der Technologieanwendung. Und führen heißt, in einem ersten Schritt auch Risiken einzugehen, in Bereiche zu gehen, wo eben noch keiner war, weil ich sonst immer nur folge. Also wir müssen uns das trauen. Und was ich glaube, was ein Macron da tatsächlich sehr gut macht, ist, sich mal in auch etwas unbequemere Gewässer begeben, irgendwie mal Visionen auszusprechen, wo wir uns hin entwickeln wollen. Ich glaube, das ist ganz dringend notwendig, und das wünsche ich mir eigentlich auch sehr viel mehr hier in Deutschland, dass wir eben uns trauen, eine Führungsrolle einzunehmen, wenn unser Anspruch denn tatsächlich ist, auch Technologieführer zu bleiben. Und das kommt zum Beispiel mir aktuell extrem zu kurz. Wir haben vorhin über das Thema Geschwindigkeit gesprochen, über Zyklen, über die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der KI zum Beispiel weiterentwickelt wird. Und letzte Woche hat Google DeepMind AlphaFold 2 vorgestellt, den quasi Algorithmus, der das Jahrhundert-Rätsel zur zur dreidimensionalen Proteinstrukturvorhersage veröffentlicht habe, gelöst hat mit über 90% Genauigkeit. Vor 2 Jahren war völlig überraschend der Vorgängeralgorithmus besser als die gesamte wissenschaftliche Community. Und zwar so viel besser, dass auch Harvard-Professoren gesagt haben, das werde ich wahrscheinlich nicht einholen, da hat gerade ein Algorithmus mein Lebenswerk zerstört. Und da waren wir bei 60%. Und jetzt 2 Jahre später haben wir eine Genauigkeit, die über der experimentellen Genauigkeit liegt. Und damit ist quasi dieses Thema gesamthaft gelöst. Eines der größten Fragestellungen im Biologiebereich. Wir haben vor ein paar Monaten kam GPT-3 raus, ein Sprachalgorithmus, der eigentlich extrem gut Texte schreiben kann, der ein wahnsinniges Sprachverständnis hat. Das Ganze war von OpenAI gehört letztendlich Microsoft. Das heißt, wir haben da Themen, die jetzt plötzlich mit KI entwickelt werden, die massiv große Probleme plötzlich lösen, die wahnsinnige Innovationspotenziale schaffen, und die liegen nicht bei uns. Und für mich geht es darum, wenn wir über Souveränität sprechen, wie schaffen wir es eigentlich, solche Themen auch bei uns vor Ort zu erzeugen? Und da finde ich jetzt gerade auch aus Frankreich heraus entsteht da eine Ambition, eine Vision, wo man denn hin möchte. Und ich glaube, da ist es für uns ganz wichtig, auch in die gleiche Kerbe zu schlagen und uns Sachen zuzutrauen, in diese Richtungen zu gehen, wo eben auch vielleicht noch kein anderer hingegangen ist. Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was das Verhältnis zu den USA angeht, wo gerade die Digitalstrategie der EU immer so ein bisschen ambivalent ist. Nun hat aber die Kommission den Moment genutzt, der Wahl von Joe Biden, für die Entwicklung einer großen transatlantischen Agenda, wo eben auch Digitalpolitik eine wichtige Rolle spielt. Das Angebot, ich habe hier den englischen Text vorliegen, dass die EU und Amerika Tech Allies werden sollen, to shape technologies, their use and their regulatory environment. Dass es sowas geben soll wie eine Transatlantic AI Agreement. Herr Turken, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Amerikaner da mitziehen, oder ist das überhaupt ein guter Weg, wenn man doch eigentlich auf die europäische Souveränität abzielen möchte? Ja, vielleicht ist es dann doch der richtige Moment, über den Begriff Souveränität mal ganz kurz zu reflektieren. Also jeder benutzt ja diesen Begriff technologische Souveränität, wie es er oder ihr gerade passt. Wir versuchen so als Deutschland, auch in der EU, uns so ein bisschen auf eine gemeinsame Definition auch festzulegen. Und unser Verständnis ist eben nicht, dass es hier um Protektionismus geht, dass es um Abschottung und Abgrenzung geht. Unser Verständnis ist, dass es darum geht, dass man die Freiheit der Wahl haben sollte, mit welcher Technologie man arbeiten möchte, die Freiheit der Wahl des Anbieters, des Suppliers, des Vendors, aber eben auch eigene technologische, industrielle Kapazität, Kompetenz hat, um sich auf diesen Feldern selber als Gestalter und auch als Norm- und Standardsetzer zu bewegen.
Wenn man sich umschaut, es gibt ja die Rede von den Technosphären, China, USA und immer die Frage, wo bleibt Europa? Das kann man pessimistisch und optimistisch sehen. Ich bin mal gespannt, was Herr Brandenburg gleich dazu sagen wird. Es ist aber doch völlig logisch, dass wir in dieser Situation uns darüber Gedanken machen, wer kann denn unser Verbündeter sein, wenn es hier um technologische Performance und Kompetenz geht. Und ich denke, da liegt es doch nahe, mit der neuen Administration, die ja erst in einigen Wochen das Amt antreten wird und die aber sehr positive Signale auch Richtung Europa schon ausgesandt hat, dass man da sagt, das wäre doch für uns spannend, interessant, mit euch zusammenzuarbeiten. Dennoch müssen wir abwarten, wie sich sozusagen inneramerikanisch das Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Big Tech und der neuen Administration sortieren wird. Da gibt es ja auch interessante Beziehungen. Ich denke auch, wir dürfen nicht erwarten, dass jetzt Amerika unter dem Präsidenten Biden plötzlich zum Gralshüter des Altruismus wird. Da wird man auch schon sehr stark auf eigene Interessen achten. Das allerwichtigste Element für mich, wenn wir über digitale oder technologische Souveränität sprechen, ist, dass wir uns selber mal über unsere Stärken bewusst werden, dass wir uns auch den Mut selbst geben, zu sagen, ich mache hier mal etwas, ich gehe voran und ich mache auch mal Fehler, ich scheitere auch mal, das finde ich auch mal prima. Wir haben ja keine Kultur des Scheiterns. Wer hier scheitert, hat gleich ein Riesenproblem. Anderswo ist derjenige, der scheitert, sozusagen derjenige, der was gelernt hat. Das ist leider bei uns nicht so. Nochmal, ich glaube, wir müssen einfach auch verstehen, dass Innovation auch im öffentlichen Sektor, auch in der Verwaltung, auch in der Politik ein ganz, ganz wichtiges Element ist, um künftig auch erfolgreich zu bleiben. Innovationskultur in deutschen Ministerien gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, ich hatte Frau Hofstetter als nächstes auf der Liste und dann Herr Brandenburg und dann Herr Hiem. Frau Hofstetter. Ja, da kann ich jetzt relativ viel dazu sagen. Ich glaube, ich fange mal kurz von hinten an und würde nur sagen, ich wäre trotzdem sehr, sehr vorsichtig, mich wieder zu stark auf die USA abzustützen. Wir haben schon das Gefühl, dass die uns relativ nahe sind. Ich glaube, dass die Details oder die Unterschiede dann im Detail doch sehr viel größer sind, als sich der Laie das vorstellt, was beispielsweise Fassungsverständnis anbelangt und Ähnliches. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gab unter der Trump-Administration die Überlegung, beispielsweise bildverarbeitende künstliche Intelligenz einer Exportkontrolle und einem Exportverbot mit einem Exportverbot zu belegen. Also beispielsweise Software, die Satellitenbilder auswertet. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, mit wem arbeitet man da zusammen und ist es nicht auch ein Ausdruck dessen, dass die Vereinigten Staaten nach wie vor für uns überhaupt globale Ordnungsmacht sind? Hier hängt man natürlich in diesem Zwist oder in diesem Great Power Competition zwischen den USA und China, ja. Und da muss man sich schon überlegen, mit wem geht man. Also wenn man beispielsweise Huawei nicht einrüstet bei 5G, dann ist das natürlich nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern auch ein Problem dessen, dass man unter Druck gesetzt wird von anderer Seite, wo es dann heißt, nein, also jeder, der das einrüstet, wird mit Sanktionen belegt. Also insofern muss man schon vorsichtig sein und ich würde mich nicht nur auf Partner verlassen, sondern bei ganz kritischen Dingen eben schon auch mich bemühen, das selbst was auf die Füße zu stellen, denn ich sage nochmal, wir können das. In Europa ist es nichtsdestotrotz schwierig, speziell mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn Sie beispielsweise ein Start-up haben, wenn Sie Finanzierung suchen in Europa, wenn Sie dann in Frankreich und Paris enden, dann merken Sie, es hat ein französisches Ökosystem. Und wenn Sie nicht zu dieser Pariser Clique gehören, dann wird es Ihnen sehr, sehr schwer fallen, dort irgendwie reinzukommen. Einerseits als Start-up, aber eben auch als arriviertes Unternehmen in Frankreich überhaupt Fuß zu fassen, wenn Sie nicht französisch sind. Das heißt, dass Frankreich, und deswegen ist Frankreich hier auch so stark in der Position, eigentlich eine sehr dezidierte Industriepolitik betreibt und Forschungspolitik betreibt. Also ich denke beispielsweise an manche Töpfe, Forschungstöpfe auf EU-Ebene. Da gab es ein Programm, das hieß Horizon 2020, das läuft jetzt aus. Und da gab es Unterarbeitsprogramme. Ein Arbeitsprogramm betraf beispielsweise die Vorfeldforschung, die militärische Vorfeldforschung. Da ging es auch um KI-Programme und Ähnliches. Und wenn Sie da genau hingeschaut haben, da gab es zwei Ausschreibungslinien. In der einen Ausschreibungslinie hat Frankreich 70% aller Zuschläge bekommen. Und die restlichen 30% durften sich die übrigen 27 EU-Länder irgendwie teilen. Also Sie sehen, dass Frankreich hier durchaus nationale Interessen verfolgt und auch deswegen entsprechend stark auftritt.
Und ich denke, dass es nicht so einfach ist, mit Frankreich hier zusammenzukommen. Man sieht es auch in der Zusammenarbeit, wenn es um Verteidigung und Sicherheitsforschung geht. Airbus hat da beispielsweise auch einiges zu leiden, weil sie beispielsweise nicht mit Dassault gut zusammenarbeiten können in diversen Projekten. Also das ist echt ein Challenge. Wir müssen hier auf europäischer Ebene viel, viel mehr Einigkeit haben. Vielen Dank. Herr Brandenburg. Ja, da Herr Tölken ja quasi schon mich ins Spiel gebracht hat. Natürlich bin ich da wie immer optimistisch. Das gibt jetzt der Harmonieblock zwischen uns beiden. Natürlich sehe ich das positiv und wir haben was. Und dass Sie auch Souveränität nochmal wirklich auseinandergenommen haben, das ist richtig. Weil der Weg von Souveränität zu Protektionismus ist klein. Und wir waren auch nie national oder europäisch souverän im Autobau. Wir sind wahrscheinlich nicht mal europäisch souverän, wenn es zu Südfrüchten kommt. Das kann deswegen auch bei Digitalem nicht das Ziel sein. Das Ziel ist, dass jeder etwas hat in diesem Gesamtmarkt, was für den anderen wichtig ist. Und eigentlich hat eine EU da eine gute Position. Denn es war ja früher, Deutschland war noch nie größer als Amerika. Wir hatten noch nie mehr Einwohner als China. Nichts hat sich geändert. Wir waren aber Maschinenbau, Elektrotechnik so relevant, dass wir über Standardisierung, dass wir bestimmte Bereiche quasi immer etwas beisteuern konnten und somit unseren Teil dazu beitragen wollen. Und ich bin leidenschaftlicher Europäer und Transatlantiker. Deutschland braucht da auch keine globale Führungsrolle. Es geht einfach darum, nicht abhängig zu sein und an bestimmten Ecken gefragt zu werden, beziehungsweise nicht an uns vorbeizukommen. Und das beispielsweise, um nicht zu weit auszuholen, aber wir sehen, dass gerade im Halbleiter- und im Chip-Bereich eben auch wieder Übernahmen stattfinden, weil dort alle Mächte zerren, ohne die Firmen zu nennen. Und Europa hat beispielsweise dort auch noch zwei Player. Und das sind dann Teile, wo ich sage, okay, da können wir ruhig protektionistisch in Teilen auftreten, weil das eben dieses Level Playing Field global beibehält. Aber zu sagen, wir müssen jetzt in KI die Besten werden, wir werden da KI-Weltmeister, das ist Blödsinn. Wir müssen uns aber im Klaren sein, wo sind wir gut, was sind unsere Stärken und was sind die Abhängigkeiten, weil dann wird der Umgang automatisch fair. Denn sowohl die USA als auch China können auch nicht alles global alleine tun und wollen es in dem Sinne auch nicht. Und deswegen ist es immer ein schmaler Grat. Und deswegen war das unser Harmonieblock. Ich fand es richtig, dass Sie überhaupt noch mal aufgemacht haben, was Souveränität bedeutet. Und ich glaube, wir müssen da ein eigenes Zutrauen entwickeln, aber auch nicht übertreiben. Weder beim Automobilbau noch bei anderen Dingen. Selbst beim Bier waren wir nie global souverän wahrscheinlich. Herr Liebel. Ja, genau. Also ich stimme erstmal komplett auch der Definition von Souveränität zu. Das wäre auch genau die für mich gilt. Und ich stimme auch Mario dir zu. Ich glaube, was aber wichtig ist, die Frage, wie bleiben wir denn eigentlich da vorne mit dabei? Wie bleiben wir denn auf einer Ebene, damit wir quasi so eine Art Level Playing Field haben? Und KI ist einfach, also als Geschäftsführer einer großen Start-up-Einrichtung, eines großen Innovationszentrums, geht es ja immer um Disruption, um Innovation und KI ist einfach eine potenziell disruptive Technologie. Ist ganz anders als klassische Software. Es sind lernende Systeme, die wahrscheinlichkeitsbasiert sind und Wahrscheinlichkeiten haben immer an sich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit auch zu Fehlern führt und so weiter. Es ist eine ganz andere Art von Umgang mit Technologien und das hat Disruptionspotenzial. So, jetzt sind wir, wie Herr Tölken auch gesagt hat, nicht die wahnsinnig Besten in so einem Innovationsbereich und dann sieht man auf der anderen Seite auch Bücher wie jetzt von Reid Hoffman, Blitzscaling und so weiter, der reine Fokus auf die Geschwindigkeit und die Entwicklung neuer Anwendungen in Winner-Takes-All-Märkten unter Vernachlässigung aller möglichen Sozialstandards, aller möglichen Werte, weil es darum geht, so schnell wie möglich der weltweit führende Anbieter von Technologien zu sein und sich ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Und wir in Europa diskutieren über wertebasierte KI, über risikobasierte Ansätze, also nicht chancenbasierte Ansätze oder Möglichkeiten, sondern über risikobasierte Ansätze. Und das bremst uns in einem globalen Markt, wo es halt eben zunehmend auch um Geschwindigkeit geht. Und meine Angst ist einfach, dass wenn wir zu stark auf diese Risiken achten, auf fehlende Visionen hinarbeiten, dass wir einfach nicht mehr in der Lage sein werden, da weltweit auf der Ebene mitzuspielen, wie
wie andere Länder. Das müssen wir als Europa machen. Und ich glaube, die Rolle Europas muss sein, ganz stark Visionen vorzugeben, ganz stark Technologien auch so weiterzuentwickeln, dass wir auch weiterhin führend bleiben über die Startups, die viel systematischer als bisher eigentlich aufgebaut und gefördert werden müssen, aber eben auch in der Transformation der bestehenden Industrie. Hm. Frau Mühlberg, ich glaube, jetzt sind Sie dran und ich würde Ihnen gerne noch eine weitere Publikumsfrage mit auf den Weg geben. Hier fragt jemand, was würden Sie Bürgerinnen und Bürgern raten mit Blick auf die digitale Transformation in der Zukunft? Gibt es da einen Ratschlag, den Sie hätten? Bürgern. Bürgerinnen und Bürgern. Naja, das ist jetzt wirklich ein sehr weites Feld. Was würde ich raten? Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich, wir müssen einerseits die Sache mit der Geschwindigkeit und andererseits mit der inhaltlichen Orientierung hinkriegen. Also wir wollen keine gesellschaftliche Spaltung haben. Wir wollen nicht, dass uns der Laden auseinanderfliegt. Wir wollen auch nicht unsere Demokratie abschaffen. Insofern, wenn wir unter dem Gesichtspunkt von Visionen reden, dann ist eine europäische Stärke, dass wir tatsächlich gemeinwohlorientiert und demokratisch rangehen wollen und können. Und das müssen wir in Einklang bringen. Für Bürger ist es speziell wichtig, dass und auch für Arbeitnehmer, ich denke, da ist immer auch eine Kongruenz vorhanden, dass man sagt, die Technologie muss nachvollziehbar sein. Das heißt, wir brauchen, das geht jetzt nicht nur in Bezug auf Risiko übrigens. Wir haben Gott sei Dank auch schon mit dem BMAS und anderen interessante Projekte, Forschungsprojekte, die sowohl auf Chancen als auch auf Risiken abzielen. Also insofern, ich denke, da ist immer beides relevant. Aber es geht um Nachvollziehbarkeit, um Verständnis, um Sinnhaftigkeit. Und als Bürger sollte man auch Sorge tragen, dass das Ganze dem Gemeinwohl dient und dass das nicht eine Scoring, sozusagen eine allein auf Scoring ausgerichtete neue Technologie ist, wo man sich dann entscheiden kann, ist es die asiatisch Staatskontrolle-Variante oder ist es eine transatlantisch Unternehmenskontrolle-Variante. Besonders beunruhigend ist natürlich, also das muss man mal auch dazu sagen, wenn man jetzt hier mal die letzten Heise-Artikel liest, wenn die zutreffen sollten, wo es auch darum geht, wie ein großes Cloud-Unternehmen und Online-Unternehmen und Marktunternehmen und so weiter Unternehmen investiert in Technologie, um auch Scoring auf Gewerkschaftstätigkeit zu verwenden, dann ist es eben sehr spaßfrei. Also das heißt, wir dürfen diese durch europäische Rechte, durch Menschenrechte und in Deutschland nochmal speziell durch das Verfassungsgesetz geschützte Rechte, dürfen wir doch nicht aufs Spiel setzen. Wir dürfen nicht solche durch den Einsatz von AI gefährden. Und da müssen dann auch beteiligte Unternehmen, wenn wir hier über eine Partnerschaft sprechen, müssen sich natürlich dann auch an diese Grundrechte hier halten. Und das ist wichtig. Und das heißt, wir brauchen eine Vision der aktiven Vernetzung, eine Vision, wie man auch dass, wie gesagt, die Technologie in die Infrastrukturen integriert. Ich möchte einfach ein Beispiel nennen aus dem Gesundheitsbereich, weil das hier gerade so populär ist. Wir haben das Problem, dass wir dort so eine schlechte Technologieausstattung haben, dass arme Bürger dann ihrer kranken Verwandtschaft Alexa mit in die Patientenzimmer mitbringen, damit die dann ferngesteuert, wenn ihre Armtätigkeit nicht ermöglicht ist durch die Krankheit, dass sie ferngesteuert, also mit Stimme, einen Fernseher anwerfen können. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis. Hier gäbe es so viele Optionen, wo man Technologie integrieren kann in die gemeinwohlorientierte Nutzung und auch mit dem Schutz der Arbeitnehmer. Also ich denke, hier gäbe es eine Menge Optionen. Mhm. Herr Brandenburg, ganz kurz dazu. Ja, das war in der Enquete-Kommission ein sehr langes Thema. Aber wir sind jetzt genau an einem Punkt, wo es eben wieder interessant ist und wahrscheinlich dann der europäische oder der asiatisch-amerikanische Blick ein anderer ist. Denn
eine Technologie immer per se einer Gemeinwohlorientierung unterzuordnen, das greift zu kurz. Also wenn wir uns überlegen, wo GPS herkam, dann kam das sehr wohl eher aus der Richtung, dass man wissen wollte, dass die Raketen ins richtige Ziel einschlagen. Inzwischen benutzen wir das, um unsere Großeltern zu besuchen, die irgendwo wohnen, wo wir noch nie waren, und fahren dann mit Auto, und der Pizzabote braucht es. Also ich will nur sagen, dass es vielleicht gar nicht klar ist, wenn man etwas erfindet, welcher Use Case der beste ist. Und insofern ist per se zu unterstellen, dass es dem Gemeinwohl dienen muss, der Punkt, der eben von Andreas gerade gemacht wurde, der wahrscheinlich an der Geschwindigkeit wieder das Problem gibt. Was nicht heißt, dass man Probleme dann nicht regulieren muss. Aber es ist eine politische Wunschvorstellung, dass jegliche Technologie per se immer erstmal irgendwie dem Gemeinwohl dienen muss. Und das ist an der Stelle wahrscheinlich genau der kleine Unterschied. Und ich wollte es jetzt nur einwerfen, weil wir da eben in der Enquete sehr, sehr lange darüber diskutiert haben, ob das eine realistische Forderung ist. Weil daraus folgt, dass Forschungsgelder nur dem Gemeinwohl und überhaupt, also es kann dann sein, dass bestimmte Branchen hier nicht passieren. Und das Problem, auf das ich raus will, wenn es hier nicht passiert, kommen wir nicht in eine Führungsrolle und können dann auch nicht unsere ethischen Grundsätze darin durchsetzen. Und wir sehen das beispielsweise jetzt gerade in einem ganzen anderen Bereich, CRISPR-Cas, Gentechnik. Wenn wir dort nicht vorne mitmachen, werden wir auch nie unsere ethischen Standards setzen können. Wir sind also gezwungen, Dinge zu tun, die uns widerstreben, nur um überhaupt die Chance zu haben, um am Schluss am Tisch zu sitzen, wenn standardisiert wird. Und ich glaube, das ist der Politik eben noch sehr unangenehm. Zumindest empfinde ich das so in Diskussionsrunden. Ich würde gerne noch eine Frage dazu, oder es ist schon ein bisschen angesprochen worden, eine Frage auch aus dem Publikum. Wie bekommen wir es hin, transatlantisch zu einer ethischen KI gemeinsam zu entwickeln? Also wie sind wir da aufgestellt? Oder wie geht das? Weil die Fragerin zu Recht wohl sagt, also die Unternehmen sind da eigentlich die führenden Player, und sozusagen bis dann sich die Politik damit beschäftigt, ist die Entwicklung schon so viel schneller vorangeschritten, dass man sozusagen immer hinterher ist. Ich weiß nicht, Herr Tölken, wie sehen Sie das? Also ich glaube, nicht alles ist in der Öffentlichkeit dann so bekannt und wird so weit berichtet wie andere Themen. Also es gibt verschiedene internationale Foren, wo über also Aspekte einer ethischen oder human-centered KI gesprochen wird. Das ist im Rahmen der OECD, das ist im Rahmen des Europarats bei der Europäischen Union. Es gibt auch ein globales Panel. Da laufen verschiedene Anstrengungen. Und ich glaube, das, was die Frau Mühlberg auch angedeutet hat, ist ja auch völlig richtig. Wir müssen gucken, dass wir da keine Technologie aufbauen, die letztlich das, was wir an sozialen Errungenschaften in Europa erarbeitet haben, worauf wir auch stolz sind, worauf wir unsere Gesellschaft basieren, dass das in irgendeiner Weise beschädigt wird. Und deswegen fände ich es auch richtig, für noch einen anderen Gedanken mit hineinbringen, und Herr Brandenburg kennt das, glaube ich, auch, weil er auch in Japan unterwegs war, dass man sich vielleicht auch mal mit einem positiven Bild auseinandersetzen sollte, wie soll es denn bitte schön aussehen in 20, 30 Jahren? Was für eine Art Gesellschaft, was für eine Art Land, was für eine Art von Wirtschaft hätte ich denn gern? Und das fand ich in Japan beeindruckend, diesen Diskussionsprozess um die Society 5.0. Kann man denken drüber, wie man will, aber da haben sich Leute Gedanken gemacht, haben sich gesagt, wie soll es denn funktionieren? Und haben einfach mal so ein Modell skizziert, so eine Art Welt skizziert, wie man Technologie einsetzen könnte, um das zu erzielen, was wir für den Menschen eben als richtig und wichtig erachten. Und das vermisse ich so ein bisschen bei uns. Wir haben so eine Debatte, die heißt dann immer, da kommt eine neue Technologie. Ach Gott, was hat die für Folgen? Oder was richtet die für Schäden an? Aber das, was wir umdrehen und sagen, ich hätte gerne so eine Welt, die so funktioniert, wo der Mensch selbstbestimmt arbeiten kann, wo die Elementarbedürfnisse sozusagen materiell abgesichert sind. Und was für eine Technik brauche ich denn, um da hinzukommen? Das wäre eine andere Debatte und die wäre, glaube ich, auch konstruktiver. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und ich würde gerne schließen, indem ich Ihnen allen noch mal ganz kurz für eine Minute das Wort gebe und die Frage, was Ihrer Meinung nach die eine Sache ist, die eine Maßnahme, der eine Schritt, mit dem Europa dem Ziel einer europäischen digitalen Souveränität ein gutes Stück weiterkäme. Und ich würde dann wieder mit Frau Hofstetter anfangen wollen. Ich denke, dass wir eigentlich große Stärken haben im Bereich Digitalisierung, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz. Die Forschung ist nach wie vor sehr stark. Es sind manche Bereiche einfach vergeben, wenn es um Konsumerdaten geht. Das ist einfach etwas, das liegt bei den USA. Wir sind allerdings, es gibt einem
eine Menge Nischen, in die man einsteigen kann, um hier entsprechend konzeptionell tätig zu werden. Und ich glaube, dass wenn wir konzeptionell stärker würden im Bereich künstliche Intelligenz, dann könnten wir tatsächlich sehr interessante Nischen auch in der Industrie finden, wo wir uns gut aufstellen könnten. Ich glaube, das gehört gemacht, nicht auf die Consumer-Daten gehen, nicht unbedingt ein AI-Cheerleader werden, wie viele Berater es sind, die dann einfach auch KMUs, kleine mittlere Unternehmen beraten. Die kleinen mittleren sind dann einfach auch überfordert und wissen gar nicht, wofür sollen sie künstliche Intelligenz eigentlich einsetzen. Aber ich glaube, wenn wir diese Nischen, Supply Chain hineingehen, da glaube ich, könnten wir Stärken haben. Prima. Herr Brandenburg? Ich würde es einfach machen, der Glaube und die Überzeugung, dass morgen immer besser ist wie heute. Herr Liebe, kommt nicht mehr. Herr Liebe, gehen Sie da mit? Oh, das ist zumindest gewagt. Ich find tatsächlich, was die Europäische Kommission mit dem European Green Deal gemacht hat, ist genau das, was Herr Türk noch angesprochen hat. Wir brauchen Zielbilder, Visionen, wo wir uns hinarbeiten. Und ich glaube, aktuell befinden wir uns in einer Welt, wo morgen vielleicht nicht unbedingt besser ist als heute, wenn man die Klimadiskussionen anschaut. Aber für mich braucht es genau solche Zielbilder. Und ich glaube, wir müssen uns dann darauf konzentrieren, welche darunterliegenden Technologien brauchen wir eigentlich bei uns in Europa, um diese Souveränität auch zu schaffen, und zwar basierend auf unseren Werten. Und das sind dann Themen wie KI, die auf verteilten Daten lernt, Federated Learning, das sind verschiedene Anonymisierungstechnologien, das sind verschiedene Verschlüsselungstechnologien. Aber das sind so aus meiner Sicht so Infrastrukturtechnologien, die uns plötzlich in der Breite ermöglichen, genau nach europäischen Werten Anwendungen zu entwickeln. Und wir beschäftigen uns auf der Ebene viel zu wenig mit dem, was wir eigentlich haben wollen, damit wir die Technologie so gestalten, wie wir sie da auch haben wollen, dann in Zukunft in unseren Anwendungen. Also wir müssen diese Gestalterrolle einnehmen. Dafür braucht es diese Zielbilder. Und dann gibt es ganz spezifische Technologien, die wir in Europa auch entwickeln müssen und halten müssen, um genau auf diese Werte dann eben hinzuarbeiten. Vielen Dank. Frau Mühlberg. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dezentraler, föderierter und als Infrastruktur. Und gleichzeitig hätte ich noch zwei ganz konkrete Anliegen. Das eine ist, wenn man die Sozialpartnerschaft in diesem Bereich vorantreibt. Und wir können ja hier sagen, dass wir Gott sei Dank noch nicht so gespalten sind, wie es eben in anderen Ländern der Fall ist. Das hängt eben auch an diesem Modell und der Zusammenarbeit und dem Abrufen vom Einbringen der Kreativität der Mitarbeiter. Dafür brauchen wir prozessbegleitende Mitbestimmung. Und als letztes, ich denke, eine Schulung für Führungskräfte in der Politik und im Management, was genau diese Infrastrukturfragen, die Innovationsfähigkeit angeht, das wäre fantastisch, und die Weiterbildung für alle anderen auch. Vielen Dank. Herr Tölken, jetzt haben Sie das kurze Schlusswort. Sie übergeben in Kürze die Ratspräsidentschaft. Ich habe vergessen, an welches Land, aber ich weiß, dass danach dann Frankreich kommt. Also vielleicht ist das gut oder ist das schlecht. Wir haben verschiedene Stimmen gehört heute. Ihr Schlusswort bitte. Ja, vielen Dank. Also ich stimme Frau Mühlberg zu. Ich will nochmal den Fokus auf Innovation lenken. Also ich würde mir noch viel mehr Innovation, Kreativität, Ideenreichtum wünschen. Am liebsten schon in der Schule Kinder ermuntern, Ideen zu entwickeln, sie auch zu verfolgen. Vielleicht kann man auch mal ein Studienfach Innovationswissenschaft irgendwo studieren, das weiß ich nicht genau. Und vor allem auch wäre es schön, wenn man auch als Mensch in eine höhere Ministerialverwaltung eintreten könnte, ohne Juradiplome, vielleicht besser mit einem Nachweis, dass man innovativ denken kann. Nachfolgen nach Deutschland ist wie beim letzten Mal 2007 Portugal als EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben auch schon gute Beziehungen natürlich mit Portugal aufgebaut, übergeben auch schon einzelne Dossiers. Und Portugal ist eines der wenigen Länder, das einen Minister für digitale Transformation hat. Wenn das nicht ein gutes Vorzeichen ist, dann weiß ich es auch nicht. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen 5 Panelisten, bei Aspen Germany und gebe jetzt wieder das Wort an Tobias. Vielen Dank und auf bald. Herzlichen Dank, Henning, für die fantastische Moderation und auch an die 4 zugeschalteten Speaker.
und Herrn Brandenburg vor Ort. Vielen Dank für dieses sehr dynamische und interessante Panel. Wir verabschieden uns in eine kurze Pause und melden uns anschließend zum Abschluss des heutigen Konferenztages mit einer Diskussion mit Günther Oettinger zurück. Bis gleich.